This is Meat Boy. This is Bandage Girl. She loves Meat Boy. And Meat Boy loves her. This is Dr. Fetus. Nobody loves Dr. Fetus. And that's why Dr. Fetus hates you. Euch. But most of all, Dr. Fetus hates Meat Boy. So he beat Meat Boy up and kidnapped Bandage Girl. So what are you waiting for? So go save her soul. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Super Meat Boy. Ja, schon eine ganze Weile mein Profilbild auf sämtlichen Medien und weil ich öfter gefragt wurde, das ist selbst gemalt. Das ist wirklich selbst gemalt. Hier habe ich's. Es ist ein Acryl, ist eine Leinwand. Acrylleinwand ist selber gemalt. Hier unten. Nee, Moment. So. Wo ist die Cam? Da ist die Cam. Wo ist es? Na, was mache ich denn? Da. Meine Unterschrift 2012. Habe ich das selber gemacht. Schön, ne? Sieht mir auch besonders ähnlich, finde ich. Ja, Super Meat Boy. Eigentlich schon ein Indie-Klassiker mittlerweile. Ich denke mal, einige werden das kennen. Wer es noch nicht kennt, hat ein bisschen was verpasst. Aber das werden wir jetzt aufholen. Und starten einfach mal das Spiel. Hier gibt es ein paar Welten, wie man sieht. Das hier links ist die Super Meat World. Das sind selbstgemachte Strecken von Leuten, Steam und so. Aber wir wollen in den Forest. Die Musik ist großartig. Habe auch den ganzen Soundtrack hier. Und ja, wir sehen hier 20 Level. Da unten sehen wir, wir brauchen 17, um in das große Level am Ende zu kommen. Also es ist das Boss-Level. Und es gibt so ein paar Besonderheiten, aber das klären wir alles währenddessen. Hier wird jetzt ein bisschen das Spiel erklärt. Wir rennen hier rum. Sieht man schon. Hier kann man dann springen. Und wir müssen jedes Mal Bandage Girl retten. Jetzt waren wir aber nicht besonders schnell. Also wir starten nochmal. Replay-Level. Machen das Ganze super schnell. Und dann bekommen wir Grade A+. A+ bedeutet, dass das Ganze doppelt zählt, glaube ich. Back to Map, wir schauen mal. Ne, zählt nicht doppelt, aber aus Gründen wollen wir A+ versuchen, so oft wie möglich zu bekommen. Und wir gehen mal ins nächste Level. Im Grunde genommen ist das, worum es in dem Spiel geht. Wir müssen in jedem Level Bandage Girl retten und ab ins nächste Level. Und das ist am Anfang halt relativ leicht, weil das Spiel erklärt wird. Deswegen ist es hier auch noch nicht ganz so spektakulär. Aber hier haben wir noch was gesehen, das wollen wir haben. Replay Level. Und zwar ist das hier über uns ganz oben. Sehen wir das? Das ist eine Bandage. Die wollen wir haben. Das ist sowas wie eine interne Währung. Dann haben wir jetzt unsere erste. Die brauchen wir später. So, nächstes Level. Kommt dann schon die nächste Besonderheit. Nämlich hier. Warp Zone! Das ist dann immer so ein bisschen alternatives Meat Boy, also alternatives Setting. Schauen wir uns mal an. Okay, da unten links ist eine Bandage. Wollen wir mitnehmen. Aber hier geht es dann auch gar nicht um Zeit. So, Bandage haben wir. Jetzt wollen wir wieder hoch. Hier nach unten. Rüber und zu dir. Es sind immer drei Level pro Warp Zone. Von daher sollte das auch machbar sein. Dieses Spiel wird später richtig knackig. Das kann ich euch schon versprechen. Ich habe es nie zu 100% durchgespielt, also alles freispielen. Durchgespielt ja, aber 100% ist richtig knackig.
Nein. Ja, in der Warp Zone haben wir 3 Leben pro Level. Also wenn wir hier dreimal sterben, müssen wir die ganze Warp Zone nochmal machen. Und da das hier schon das letzte Level ist, wollen wir das eigentlich nicht so weit kommen lassen. Das haben wir auch schon. Sorry, Meat Boy, but Bandage Girl is in another Warp Zone. Das ist schade, aber wir haben 2 weitere Bandages bekommen. Das heißt, wir haben jetzt 3 insgesamt. Wir brauchen 10. Bei 10 passiert das erste Besondere. Das werden wir eventuell sogar in diesem Part noch schaffen, wenn es weiter so schnell geht. Wir haben A+, nächstes Level. Und die werden jetzt immer ein Stück schwieriger. Gerade wenn man dann auch schnell sein muss. Nächstes Level. Hier oben ist eine Bandage. Die wollen wir haben. Und dann kürzen wir trotzdem noch ab. Ah, hat leider nicht für A+ gereicht. Das machen wir jetzt im Anschluss. Indem wir einfach gleich durchrennen. A+, passt. Nächstes Level. Geschafft. A+. Nächstes Level. Ah, hier gibt es auch wieder eine Bandage. Das ist diese fiese Bandage da oben. Ah, nicht. Verdammt. Nee, das war nix. Aber. Nee, das war auch nix. Stirb, Meat Boy. Ah, yeah. Ja, das ist gar nicht mal so leicht, an diese Bandage hier zu kommen. Ich werde jetzt auch erstmal das Level so schaffen, damit wir den Zeitstress raus haben. Was auch ganz schön ist, jetzt kann man nämlich hier sehen, wenn wir es geschafft haben, wir sehen alle Meat Boys. Da, jetzt teilt er sich. Und wir sehen alle Versuche, die ich hatte. Das ist super cool, wenn man dann später mal irgendwie 200, 300 Versuche hat auf ein Level, wenn die richtig schwer werden. Dann sieht das schon richtig, richtig cool aus. Und am Ende kommt halt nur einer an, ne? Wie habe ich das denn gemacht? Ich habe das doch schon geschafft mal. Ja, ich glaube, so kommen wir eher da dran. Indem wir hier einfach mal ein bisschen hochrutschen. Ah, nicht ganz. Kommen wir da so dran? Nee. Da müssen wir uns mal was überlegen, wie wir da dran kommen. Ich bin leicht überfordert. Das ist aber auch einfach nur eine Glückssache. Wir müssen es halt dann einmal treffen. Das ist so Pixel-Perfect-Zeug. Ich stehe ja auf sowas. Die Frage ist nur, ob das auch für den Zuschauer so interessant ist, mich hier am laufenden Band versagen zu sehen. Weil, wie eben schon gesagt, das hier ist ja noch einfach. Das wird noch richtig knackig, Freunde. Das wird noch richtig knackig hier. So, da haben wir es. Bandage, jetzt wollen wir nur nach oben. Und damit haben wir es. Hätte sogar für A+ gereicht. Schön. So, nächstes Level. Einmal hier durchrutschen. Einmal hier durchrutschen. Und A+. Plus abgreifen. Das hier ist eine fiese Strecke. Diese Bandage hier hinten, die da. Die ist richtig fies, weil hier diese ganzen Steine, die verdünnisieren sich. Wir haben nicht genug Fläche. Scheiße. Okay, schade. Ja, aber wer mich kennt, der weiß, ich stehe auf solche Spiele, die einen kaputt machen, wo man stundenlang braucht. A+ und Bandit, schön. Nächstes Level. Okay, wir sehen da oben schon mal die Warp Zone. Ihr habt sie alle gesehen. Die nehmen wir. Das ist jetzt eine besondere Warp Zone, eine rote. In der roten Warp Zone ist es so. Da ist Bandage Girl. Und wer ist das? Es ist. Wird's angezeigt? Nee, es wird noch nicht angezeigt, glaube ich. Ich werde es noch nicht verraten, für die, die das Spiel nicht kennen. Da. Commander Video von Bitrip Runner. Haben wir hier als Charakter. Der hat auch so eine coole Fähigkeit. Ich zeig's dir gleich mal, wenn wir ein bisschen Ruhe haben. So, Level 1. So, man sieht, er kann das gleich. Er kann auch den Wandsprung und sowas. Kann das gleich wie Meat Boy, ist langsamer. Und er kann in der Luft, kann er dann hier so eine Weile schweben. Das ist super cool. Das ist auf jeden Fall super cool. Wird uns bestimmt auch das ein oder andere Mal von Nutzen sein. Weil das Gute ist, wir haben das jetzt geschafft. You unlocked Commander Video.
Es ist jetzt so, wenn wir jetzt wieder in ein Level gehen, dann können wir hier aussuchen. Man sieht auch hier, es gibt noch jede Menge Charaktere, die da noch kommen. Wir können Commander Video auswählen und können mit dem hier rumfliegen. Das ist super cool. Weil wir können halt seine Fähigkeit uns zunutze machen. Ich glaube nicht, dass das für A+ reicht. Nee. Tut's auch nicht. Back to Map, ich möchte das mit Meat Boy machen, weil Meat Boy halt doch wirklich der schnellste ist. Der schnellste Charakter und mit der ist ja, er ist ja auch der Protagonist des Spiels. Das heißt, ich würde vorschlagen, wir greifen auch nur auf alternative Charaktere zurück, wenn wir es wirklich brauchen. So, da ist eine Bandage. Autsch. Die Bandage wollen wir haben. Hat sogar für A+ gereicht, also direkt ab ins nächste Level. Ja, dem einen oder anderen kommt das hier vielleicht ein bisschen schnell vor, wie ich hier durchrenne. Das wird sich ändern, versprochen. Das wird sich ändern. Spätestens zu dem Zeitpunkt, so ab Welt 3 oder so, da wird es dann richtig fies. Da werde ich dann auch an so einigen Leveln ein bisschen länger sitzen. So, nächstes Level. Ab nach unten. Die erste kenne ich halt auch noch relativ gut. Das Spiel halt durchaus schon ein, zweimal durchgespielt habe. Wie gesagt, nie zu 100%, aber ich kenne es halt noch. Relativ gut. A+, ab ins nächste Level. Genau, und hier möchte ich den Charakter mal wechseln auf Commander Video. Hier können wir nämlich mit ihm ganz entspannt sterben. Ganz entspannt hier rüber fliegen, ab nach hier unten. Und nochmal sterben. Ja, mit ihm ist es so, da habe ich hier mir halt das, ich weiß nicht, wie hier der eleganteste Weg ist. Könnte man ja mal auf den Speedrun schauen. Aber ich will dann auf jeden Fall, wenn ich die Bandage habe, nach rechts an die Wand. Nach rechts an die Wand und dann dort mich hochhangeln zu Bandage Girl. Aber ich krieg das mit dem Timing noch nicht hin. Mit der rechten Säge. So, wollen wir das? Nein! It was close. It was a very close one. So, wollen wir das? Genau, die Bandage haben wir. Restart Level und Switch Character Meat Boy. Habala. Und rüber und nein, das war zu weit. Nein. Da will man mal hier rumskillen, aber gut, man kann es auch in zwei Sprüngen machen. Reicht locker. Ah. So, aber das hier, wenn ich mich recht erinnere, ist das hier ein Level, wo man hier oben durch kann in eine Warp Zone. Die nehmen wir gerne mit. Ich guck mal gerade auf die Uhr. Okay. Ich wollte das Ganze hier erstmal für den Anfang auf circa 15 bis 20 Minuten Parts machen und dann später, je nachdem wie gut wir uns anstellen, das Ganze dann schneller, langsamer, je nachdem wie gut wir durchkommen. Das heißt, oh, hier muss ich mich beeilen. Man sieht unten, man sieht es ganz schlecht, aber unten ist eine Bandage in der Mitte von diesen Steinen, die da gerade weggeschossen werden und den wollen wir eigentlich erreichen. So, genau so. So wollen wir das. Und schon sind wir hier im letzten Level. Da ist auch eine Bandage oben in der Mitte. Die sieht man ganz schlecht in dieser Variante des Spiels. Hoppala. Na komm. Und durch. So, hätten wir das auch. Oh no. Oh nein. So, wir haben die Headcrab aus Half-Life. Auch ein schöner Charakter. Ich werde ihn mal kurz zeigen. Headcrab kann das gleiche wie Meat Boy, wie immer, ist langsamer. Und ich will das gerade mal zeigen. Dazu muss ich mal hier hoch. Die Charaktere rutschen ja wieder runter. Und die Headcrab kann folgendes: Zack, ganz langsam rutschen. Und verweilen. Und wieder schneller rutschen. Ja, das ist die Hauptfähigkeit von der Headcrab. Brauchen wir aber gerade nicht. Vielleicht später. Hoppala.
so und hier durch. Und Bandage Girl, Hallöchen. A plus. Oh. Was war das? Nein, ich möchte die... Danke. Gucken, ob das noch für A plus reichen kann. Ich bezweifle es ja. Ehrlich gesagt, ein bisschen. Nach unten und nach unten. Und nach unten. Und nach unten und Bandage Girl. A plus, es reicht sogar. Sehr gut. So, wir haben alle. Wir haben auch alle mit A plus und wir haben auch, glaube ich, alle Bandages. Zumindest wüsste ich nicht, wo noch eine sein soll. Ja, den Bosskampf nehmen wir noch mit, den ersten. Das ist dann, denke ich, auch ein guter Abschluss. Was macht denn Dr. Fetus dort? Oh mein Gott. Er setzt den Wald in Brand. Und... Okay, wir müssen entkommen. Wir müssen ihm entkommen, das ist aber eigentlich überhaupt kein Thema. So, und hier oben ist schon das Ende und wir haben es geschafft. Sehr, sehr gut. Super Meat Boy. Meat Boy ist schon ein bisschen höflich. Winkt ihm noch zu, aber Dr. Fetus ist ein bisschen beleidigt. Schade eigentlich. Es ist ganz schön traurig. Die Eichhörnchen sind tot. Der Wald brennt. Das ist schon traurig. Es sind ganz schön viele Eichhörnchen. Oh nein. Oh Gott, ist das traurig. Was? Was? Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das mit den Warps, ich zeig das noch ganz kurz. Man kann hier nämlich in jeder Welt wechseln. Nein, noch nicht ins Hospital, nochmal in den Forest. Ja, ja, haben wir doch alles schon gesehen. Komm, mach weiter. Weiter, 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 weiter. Man kann hier nämlich immer noch wechseln in die Dark World. Und das sind im Grunde genommen, ich zeig mal kurz das erste, wir werden es aber noch nicht lösen. Das ist jetzt auch wieder das erste Level, nur deutlich schwieriger, weil hier überall Sägen. Und das ist im Prinzip die ganze Welt nochmal, nur in etwas schwerer. Und ja, dem, also der Dark World, der ersten Welt, widmen wir uns dann, denke ich mal, im nächsten Part. Ich gehe mal zurück zur Map. So, und mit diesem Bild verabschiede ich mich und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, ciao! Hallo Freunde, der Mossi hier. Vielen Dank, dass du dir mein Video angeschaut hast. Um noch weitere Videos von Super Meat Boy zu sehen, dann klick doch den Super Meat Boy hier an der Seite an und du kommst zur Playlist. Wenn dir meine Videos im Allgemeinen gefallen, würde ich mich freuen, wenn du mir ein Abonnement dalassen würdest. Dazu den Button da unten verwenden. Du wirst darüber hinaus auch nie ein weiteres Video von mir verpassen. Um weiter mit mir in Kontakt treten zu können oder noch mehr über mich lesen zu können, besuch die beiden unteren Social Links, Facebook und Twitter und folge mir dort. So wirst du nie was verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Mossi. Ciao!